Ladies and Germany, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, einige von euch schneiden sich zu Hause gerne den Pony selber nach. Okay. Ich gehöre auch dazu. Ich weiß nicht, ob ich es darf, weil ich Friseurin bin oder nicht, aber ich mache es auch. Und ich wollte dir heute mal zeigen, wie ich es mache, damit du es auch selber machen kannst zu Hause. Das ist aber wirklich für die ganz hartgesottenen. Wenn du dir dein Pony eigentlich nicht zu Hause selber schneidest, dann geh zum Friseur. Ich weiß, die meisten bieten das als Serviceleistung umsonst an, wenn du da wirklich kundeständig bist. Oder nehmen vielleicht einen Fünfer oder so. Aber ein Fünfer ist immer noch besser als ein unerwünschter Mikropony. Deswegen zeige ich dir heute, wie ich denn meine drei Haare zu einem Pony schneide. Wenn du Bock hast zu wissen, wie diese ganze Geschichte ausgeht, bleib auf jeden Fall dran. Ich habe auch einen kleinen Gast mitgebracht. Das ist mein neuer Bruder. Den passe ich die ganze Woche auf. Deswegen bin ich auch in einer anderen Butze. Aber der ist heute auch mit dabei. Aber ich lege ihn zurück ins Körbchen. Mit der schlafen kann, ich sein Baby. Oh ja, ich liebe ihn. Kleine Baby. Ein kleines Baby. Wie gesagt, bin ich jetzt gerade bei meinen Eltern zu Hause. Das heißt, ich habe hier weder ein Glätteisen noch sonst irgendwas mal. Meine Mutter das wahrscheinlich mit in den Urlaub genommen hat oder einfach gar nicht besitzt. Ich weiß es gar nicht genau. Deswegen gibt es schon mal die erste Problematik für mich. Es wäre schon ganz gut, wenn du dir hier diesen vorderen Bereich irgendwie glättest. Bei mir sind da jetzt auch so leichte Naturlocken. Deswegen föhne ich sie mir jetzt kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also Schritt Nummer 1, der wichtigste Schritt, wenn du dir deinen Pony schneidest, ist auf jeden Fall, dass du erstmal guckst, wo fällt dein Scheitel bzw. wie fällt dein Haar. Weil wenn du es dir jetzt einfach so abteilst, ne, sagen wir mal, du machst dir jetzt hier ein Dreieck, so, ne, dann muss das nicht unbedingt genau das Haar sein, was letztendlich auch in deinen Pony fällt. Deswegen guck einfach erstmal, wie fällt mein Haar, welche Haare sind immer an der Seite, welche Haare tendieren grundsätzlich dazu, nach vorne zu fallen. Dann kannst du das eigentlich daran schon ein bisschen festmachen. Wie gesagt, ich habe jetzt wirklich nur drei Haare, deswegen wird das jetzt kein großer Akt werden. Aber, zeigst du jetzt trotzdem, also ich würde das jetzt so arbeiten. Und ich will aber auch auf jeden Fall nicht zu viele Haare nehmen. Weil bei feinen Haaren ist es so, wenn du zu viel davon nimmst, dann fehlt es dir natürlich hinten in dem Bereich oder an der Seite. Deswegen gucke ich, dass ich da auf jeden Fall nicht zu viel nehme und kämme mir das sicherheitshalber schon mal nach hinten weg. Und jetzt mache ich das genauso auch mit dem Rest und arbeite mich dann halt immer weiter, so dass die Haare da bleiben, die ich gerne hätte. So, das wird jetzt der Bereich sein, der sich gleich als Pony entpuppt. Und zwar werde ich das jetzt nicht alles auf einmal schneiden, sondern mir nochmal abteilen. Weil alles, was du zu kurz schneidest, das kannst du natürlich nicht mehr retten. Deswegen mach dir da dünne Abteilungen und arbeite dich ganz langsam an die Sache ran. So, ich kämme das jetzt, halte meine Hände horizontal und parallel zu meiner Abteilung. Bin jetzt so gerade über meiner Nasenspitze und das schneide ich jetzt erstmal ab. Du wirst sehen, bei mir wird das kein besonders voller Pony, wegen diesen drei Haaren hier. Aber ich finde das eigentlich auch ganz hübsch, so einen strähnigen Pony zu haben. Vielleicht rede ich mir das auch nur ein, weil es anders überhaupt nicht geht mit feinen Haaren. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. So, jetzt haben wir erstmal diese Länge. Du siehst, es ist auf jeden Fall noch zu lang. Und jetzt gehe ich ganz sachte vor, Stück für Stück. Jetzt geht's weiter. Schneiden wir das nächste Stück ab. Ja, ist auf jeden Fall noch ein Tick zu lang. Bei jedem neuen Passé, was ich mir wieder abteile bzw. wieder in die Hand nehme, schneide ich immer weniger ab. Also es wird wirklich von Mal zu Mal weniger. Ich hatte ja erst so ein richtig großes Stück, dann war jetzt gerade vielleicht ein Zentimeter, jetzt wird es ein halber. Weil pass auf, ey, ich sag dir, das geht schneller, als du denkst, dass er zu kurz ist. Und lieber fünfmal nachschneiden, als einmal ins Hemd gekackt. Ach, ich schiel den dann übrigens an. Wahrscheinlich siehst du das, ne? Aber ich gucke dann genau, wo schneide ich das jetzt ab. Auch nicht im Spiegel oder so, sondern mit meinen eigenen Augen. Was laberst du? Hast du überhaupt gelernt? Weil Spiegel kann natürlich immer verwirren. Hier diese Gerät, ne? Ja, das hätte ich jetzt mit dem Glätteisen natürlich rausziehen können. Ich habe aber keins. Also sei da schlauer als ich. Ich finde es immer noch zu lang. So,
So finde ich es ganz gut eigentlich. Damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Jetzt nehme ich mir den Rest dazu. Mir wird noch zu viel. Teile mir das nochmal ab. Du denkst jetzt wahrscheinlich, warum ist das zu viel mit den drei Haaren? Aber du musst jetzt gucken, dass du deine Leitlinie, die du dir gerade geschnitten hast, weiterhin nachvollziehen kannst. Weil sonst war das alles total umsonst, dass wir uns mit so viel Mühe jetzt erstmal die Leitlinie geschnitten haben. So, ich habe jetzt hier meine Haare und hier meine Leitlinie. Ich sehe die von meiner Perspektive sehr gut. Wahrscheinlich siehst du sie jetzt gerade nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass du sie dann aussiehst, wenn du sie selber schneidest. Wisst ihr, warum ich mir überhaupt jetzt den Pony schneide? Kennt ihr das? Wenn ihr einfach die ganze Zeit mit derselben Frisur rumlauft und ihr denkt, ich brauche einfach mal was Neues. Und dieses Neue kann nicht eine neue Frisur sein, beziehungsweise also du hast keinen Bock, dir die Haare komplett abzuschneiden oder so. Du hast keinen Bock auf eine neue Farbe. Dann kommt bei mir immer nur Pony in Frage. Und das beschäftigt mich dann so eine Woche und ich denke mir, jetzt schneid ihn dir doch, jetzt schneid ihn dir doch. Und ja, auf kurz oder lang schneide ich mir ihn sowieso. Geht es dir das auch so? Es würde mich mal interessieren, ob du auch so eine bist, die sich irgendwann denkt, boah, ich kann es einfach nicht mehr sehen, ich brauche was Neues und sich dann kurz dann für einen Pony entscheidet. Schreib auf jeden Fall in die Kommentare, ob du auch so bist. Dann bin ich nicht alleine so geisteskrank. So, der Pony ist jetzt eigentlich fertig. Was ich halt eigentlich gar nicht so mag, ist, wenn er sehr gerade geschnitten ist. Ich werde da jetzt nochmal reingehen und mir das ein bisschen leichter arbeiten. Das ist wirklich ein Schritt. Wenn du das nicht kannst, dann lass es lieber, weil sonst hast du einfach eine richtige Kante drin. Du musst genauso, wie das Haar liegt, gerade rein und wieder raus. Und zwar mache ich das jetzt nochmal ganz leicht, um einfach diese Linie etwas weicher werden zu lassen. Und das alles ein bisschen fransiger zu machen. Und das ist jetzt auch schon mein fertiger Pony. Wenn du fertig bist, guckst du dir nochmal das Gesamtergebnis an. Aha, ich sehe jetzt, hier ist es noch etwas länger. Dann gucke ich mir die ganze Geschichte nochmal an. Das kann halt damit zu tun haben, wie du deine Hände hältst. So, ja, da ist wirklich noch ein kleines Stück länger. Ich glaube, gestylt wird das alles noch ein bisschen besser aussehen. Weil ich habe die jetzt gerade nur geföhnt. Ich hatte, wie gesagt, kein Glätteisen. Und das war's dann auch schon mit dem Pony-Tutorial. Wie gefällt dir der Pony? Ich weiß, er sieht jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen zu lang aus. Ich muss aber sagen, bei diesen drei Haaren stört es dich einfach nicht, weil du siehst ja trotzdem alles. Ist jetzt nicht so, dass ein Vorhang irgendwie vor deinen Augen hängt. Und ich finde es länger eigentlich immer ein bisschen schöner als kürzer. Ja, das war's auch schon. Ich gehe jetzt wieder zu meinem kleinen Bibi, das hier schläft. Er ist halt einfach auch so dunkel, dass man ihn überhaupt nicht erkennen kann. Aber da sind die Pfötchen, hier ist der Kopf, da ist Mr. Maus und da ist der kleine Babyschwein. Oh, und ja, er liebt es, sein Bäuchlein gekrallt zu kriegen. Ja, ihr Süßen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr schon mal selber einen Pony geschnitten habt, wie es lief, ob ihr es geschafft habt oder einfach richtig ins Hemd gekackt habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Bis dann, hau rein, tschüss.